habe jetzt die Bitrate ein bisschen runtergestellt. Dann sollte das jetzt hoffentlich passen. Eieiei. A Gribble Clown? That's Gribble. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles richtig niedlich. Nee, die sagt dann auch ein gruseliger Clown. Okay, geh mal weiter. Heieiei. Ach, warte. Wir brauchen ein Ticket. Jetzt. Oh, da liegt ein Ticket. Ja, super. What? A ticket? For real? Sweet and spooky. Diese gruselig. Oh. Dieser Blick einfach. You're welcome, Miss Fortune. Now, let's go find a boat to the fox. Remember? What does the fox? Is that a skeleton? Krabbe. Ich find's niedlich, wie er da so hervorguckt. Is that a skeleton? Kann ich da nicht das Ticket abgeben? Nö. Scheinbar nicht. Ah, jetzt kann ich einfach weiter. From the other side, Miss Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her, alright? Ich treffe die Entscheidung, die ich treffen möchte für mich, also. War hier klargestellt. Junge, Junge. I just have one ticket, so I can just ride one ride. I'm gonna look around first. Alright. Nein, du wählst aus, wofür du es nimmst. Ja, das schon. Klar. Okay, das sind große Stelzen. Hey, you know, once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now I don't want to eat hot dogs. Was? Sie hat eine Doku über Hot Dogs gesehen, seitdem will sie keine mehr. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shut my eyes tight and see nothing. Was hat dieser Typ nur gegen die armen Füchse? So, hier, Glitzer auf den Fuchs. Jetzt ist es der gute Benjamin. Der gute, liebe Benjamin. Die Band hat auch schon aufgehört zu spielen. Noch mehr vermisste Kinder. Heieiei. Check out those sweet unicorns. Is this the ride you want to spend your ticket on? Nein. Dafür bestimmt nicht. I'm gonna look around more. Dafür ganz bestimmt nicht. So, was haben wir denn hier noch? Süßigkeiten. Ah, the smell of freshly made candy is delightful. Ah, yes. Too bad we can't afford any. There's some candy on the ground. I could use the party hat to make my own mixed candy cone. Come on, Miss Fortune. Don't even think about it. I'm doing it. Ugh, are you really gonna eat some of it? Die wussten alles. Ich hab gar keine Wahl. Ja, nam nam. Was für ein Strohmann da links? Ich höre die Arme. My heart hurts. What is it, Miss Fortune? I don't know. I think the candy made me feel bad. Well, I told you not to eat it. Yeah, that's true. Silly me. Stummerchen. Oh, warte, sieht sie noch. Ich wollte gerade sagen, jetzt sah sie noch kränker aus. Eieiei. War mir schon bewusst, das ist keine gute Idee, aber. Oh, das Horrorhaus, das sieht schon cool aus. Before we leave, don't you want to use your ticket? Ah, yes, my ticket, of course. Okay, ich bin mir bewusst, ich habe eigentlich gar keine Wahl. Natürlich nehmen wir das Horrorhaus. Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on?
Ja klar. Natürlich nehmen wir das Horrorhaus. Yes. Alright then. Have a pleasant ride. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, das Horrorhaus zu nehmen. Es ist minimal gefährlich mit den Sägen. Was soll da schon schief gehen? Boah, ich hatte als kleiner Junge auch einfach so Schiss gehabt in der Geisterbahn. Da war ich auch so der ganz kleine Junge, der geheult hat. Oh nein, die Süßigkeiten. Kommen sie wieder hoch. I don't feel so good. I'm feeling dizzy. You think you're going to puke? I don't want to. But the ride went too fast. It was fun. Alright, good. Take a deep breath and you'll soon feel better. Glitzer, Glitzer. Okay. Good, good. Now, let's go find that boat. The boat. Okay, I'm okay. erstmal Glitzer auf den Schock. Ganz viel Glitzer. So. Hera? Ah, japanischer Freund. Da war er schon wieder. Eieiei. Can I play one? Oh, of course. You must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? Who doesn't? I want to play a game now. Ich hab so das Gefühl, wer drauf konditioniert, Füchse zu töten. Oh, ich will den Stein haben. Check those sweet rewards. A golden chocolate coin, a cool tiny hat, and a doll. Ah, damn it. I'm kinda low on reward tickets. Oh, wait. Nee, das ist kein Stein, sondern das ist der Hut. Den könnte ich aber dem Stein aufsetzen, den Hut. Oh, ich will auch die Puppe oben haben. Ja, das ist Kleidung für einen Stein. Ja, ich hab's gerade gesehen. Oh Mann. Eieiei. Okay. Ah, wir können uns hier Tickets verdienen. No. Ach, jetzt mit echten Kugeln. Ja, geil. Wir wollen Tickets haben. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. Ja, worum wird's wohl darum gehen, also? Are these tiny foxes Schottchen. They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness and whack them, whack them. Okay. Ach Gottchen, sind die süß. Sorry. Es tut mir echt so leid. Ich brauch diese Tickets. No, oh fuck. Boing. Danke. Eieiei, das kann dauern. Wir brauchen Tickets. Wir brauchen ganz viele Tickets. Fuck. Eieiei. Kopf runter. Okay. Ach je. Wie viele Tickets brauche ich eigentlich? Hut kostet 2 Tickets. Wie viel kostet die Puppe? Ja, wir spielen uns einfach mal so ein paar. So, so. Zum Glück geht es recht schnell. Warum müssen die auch so süß aussehen? Eieiei. Natürlich wollen wir noch mehr. So. Vielleicht kann ich auch die Wahrsagerin benutzen. So. Ihr ganzen kleinen Fuchsis. Oh, ihr kriegt alle auf den Deckel. Natürlich nochmal ein paar. So. Ja, kein Problem. Die anderen treffen wir dafür. So. Ja, mir tut's echt leid. Eieiei. Acht, wenn du alles machen willst. Ja, haben wir ja schon die Hälfte. Das ist super. Ups.
Die Musik ist immer echt chillig. Generell hat das Spiel einen echt coolen Soundtrack. Kann ich ja mal an der Stelle so erwähnen. Gibt es gerade eh nicht so viel, was ich groß kommentieren kann. Ich dachte, ich habe noch nie in der Realität solche Howden-Lucas-Spiele gespielt. Immer nur in irgendwelchen Videospielen. Ich glaube, in der Realität bin ich richtig schlecht in sowas. Weil ich da noch viel zu langsam bin. So, einmal nochmal. So. Boing. Aber immerhin kann sie sich nicht selber wehtun mit dem Hammer. Das ist doch gut. Ich würde gerade sagen, habt ihr schon mal so Spiele gespielt? Schreibt's in die Kommentare. Das geht ja auf Twitch nicht. Wobei, es gibt da eine Kommentarfunktion irgendwie auf Twitch. Keine Ahnung. So. Ah, Mann. Ja, geil. That's really impressive. I know, right? Ja, ich bin in der Realität hau die Spinne, das stimmt halt. So, alle verdient. Ja, geil. Jetzt können wir nämlich das ja auch benutzen. Super. So. Erstmal Wichtiges zu tun, nämlich. Wir wollen erstmal den Stein hier. I know who will look amazing in this tiny cool hat. Ich meinte dich nicht gut. Oh, there you go, Stomy. You look like a rockstar. Geil. Einfach geil. So, dann das Püppchen. Puppe Nummer 5. Realität wird sich in das verwandeln, was das Kind sich am meisten wünscht. Reality will transform into what the child desires the most. Oh, really? A desire, you say? I like desires. Zu getreu Wort, man kann es die Realität schönreden. So, und die Medaille wollen wir noch. That golden chocolate coin looks delicious. I'll take that. Hat man vielleicht mal die genommen, statt den anderen. Statt den ganzen anderen Süßigkeiten. Und hier, guck mal, Glitzer. So. Wunderschön. So. Sweet, a fortune teller. Can I try this? Ja, klar. Dafür haben wir sie ja. Ramirez Hernandez, and I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond sees you, and you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Oh ja, klar. Wir haben ja noch ein paar. Yes, again. What you see in the beyond is not what you see, but what you don't see. Oh, really? Talk about crazy. Want to try it again then? Ja, komm. Ah, was alle weg. Okay, okay, again. You are being lied to at this very moment. Trust me, Mimi. Don't trust anything. Oh, really? Who is lying to me? Is Benjamin lying to me? What? Okay. Mr. Voice, can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look. What's that? A floating balloon! Fancy! Is it for me? Yes! Okay, thank you. Ja, sie macht sich halt wirklich die Welt, wie sie ihr gefällt. So. Oh. Just my luck. Oh, Miss Fortune, I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. Kann ich den Faden wenigstens mitnehmen? Das ist so traurig. Ja, lebe, Ballon, lebe. Oh, ja, ja. Ich muss es einfach ausprobieren. This one is free. I want to play it. Oh, please do play it. Play it as much as you want.
Really? All right. Well, check this out. Man with real bullets. Bonzu! I think I broke the game. It looks like it. Oh. Ja gut, wer hätte sich denken können, dass da was passiert bei einem Spiel mit echten Kugeln? Sorry, jetzt brennt's nicht mehr. Alles gut. Oh Mann, irgendwie haben wir so ziemlich... Ja, wir haben 2 von 4 Sachen kaputt gemacht. Eieiei. Gut, und den Luftballon. Auch. Eieiei. Einfach weitergehen. It says you need 1 golden coin to ride the boat. Huh, okay. Ah ja, gut, dass wir rein zufällig eine Schokomünze haben. Der sieht vertrauenswürdig aus. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. Oh, stimmt, ich hab's gar nicht darauf angesprochen. Yes, verdammt. It's just 1 golden coin. I got the sweet chocolate coin reward. Is that good? Nein, die ist scheiße. I don't think that would... No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Nein, ich muss da bleiben. Nah, I want to look around a little bit more. Sure. Jetzt war bald. Das will ich bestimmt. Stimmt. Ah, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Spiel ist toll. Es ist echt super. So. Oh no. Too bad. Yes, poor little birdie. Maybe he was flying drunk. You know, like my mommy did once and crushed daddy's car. Like this little birdie crashed with its body, you know? Yes, I get it, Miss Fortune. It's still sad. It crashed. Hat auch zu viel Saft getrunken, dieser Vogel. Hier ein bisschen Glitzer für den Vogel. Ah, ja. Ah, wie übel sie aussieht, während sie rennt. Mann, komm, sau hier. Steig in das vertrauenswürdige Boot. Ja, wir fahren mit dem Boot weg. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by pirates, though. Or the Kraken. What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. Ugh, but now I'll think about it forever. Ugh. Oh, ist auch echt gemein, sowas anzusprechen und sie dann nicht zu sagen. Natürlich kann sie das jetzt nicht mehr vergessen, Mensch. Sack Zement. Oh, Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Sweet Kraken, come up in front of me right now. Oh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Immerhin hat sie aufgehört zu singen. Anyway, I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like... some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Was that the fish from the bridge? I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations.
Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know, I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Stop talking! Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Ich verstehe. Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Ah, stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Es gibt ja dieses, so, keine Ahnung, so, kannst du sagen, Mythos oder diese Geschichte, dass der Toten immer so Münzen auf die Augen gelegt werden, damit sie quasi Geld haben, um die Überfahrt zu bezahlen. So, darauf ist es ja, glaube ich, auch so eine Anspielung dann. Super, dass der Typ sich halt einfach in den Fluss stürzt. So nach dem Motto, ich kann zwar nicht schwimmen, aber lieber ertrinke ich, bevor ich mir das weiter anhöre. Ich verstehe ihn so gut. Ich war auch gerade kurz davor, die Kopfhörer abzuziehen. Ja, ist es. Ah ja. Spiel mobbt dich. Es ist halt wirklich so. Oh, Mann. Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. Ja, was auch immer sie sagt. Eieiei. So. Sieht überhaupt nicht unheimlich aus, vor allem die Skelette da hinten. Und warum ist He-Man eingebuddelt? Warum? Armer Teddy. Ja. Und armer Tyrannosaurus. Rex. Guck mal hier. So, ihr dürft alle glitzern. Alle. What time is it? It's getting really dark. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Fuck, ich soll mich verstecken. Hero? Tschüss, Hero. Okay. Das ist doch schon mal viel sicherer, würde ich sagen. Und... Check this out, Stoney. This is your family, see? From the woods. Say hello. And now, say bye-bye, baby Stoney, because we're leaving. Oh, man. Ich mag Steini. Oh, damn it. My little foot got stuck. Oh. Hilf uns, Steini. It's the monster, Mr. Voice. Can you see? Can you see it? Okay. Wir haben's. Ich finde Steini auch super. Steini ist der Beste. Du willst nur, dass sie rumschreit? Nein, will ich gar nicht. Nur nicht, dass sie singt. No, it's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. Yes, I do. I saw it. Jetzt hoppt er mit der Kamera drauf. Make any sudden moves. Ich stehe auf. Ich vertraue ihm. Oh, your boss. So soft. Don't touch her with your filthy paws, you beast. Stop it. You're scaring him away. Ich glaube, er ist eigentlich viel tougher. Only Benjamin. Ich vertraue Benjamin immer noch. Er ist ein süßer kleiner Fuchs. Please, Miss Fortune, stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt, and I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me. He's dangerous. Stop running, please. Stimme zuzuhören. Lauf. Ich renn weiter, um Benjamin zu finden.
Oh, fuck. What's this? Really? You don't remember me saying if you keep running, you'll end up hurt. Uh-huh. I know, I could have been more specific, like, there's a bear trap up ahead. Stop or you will be hurt. But I felt like getting straight to the point. Okay, okay, thank you. Who left the bear trap here anyway? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers, but it was obviously the fox. Also, I don't like the fox. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. Danke, Spätsekund, fürs Hosten. Voll lieb. Ich sag's jetzt mal so, er hat den Speer dabei. Er hätte uns schon längst umbringen können, wenn er das drauf anlegen würde. Guck, jetzt ist es eine fröhliche Falle. Alles super. So, noch mehr Nachrichten einblenden, die ich nicht verstehe. Gucken wir mal, was hier steht. It's stuck, huh? The elimination of Primeape will dissolve the filth of the Beyond. Oh, really interesting. So richtig so. Na du, lange ist's her. Ja, aber wirklich. It's stuck, huh? Kriegt wirklich nicht mehr raus. Richtig lang her. Eieiei. Wie geht's dir denn, Spätsekund? Ah, oh, und noch eine Puppe. Die Spiele, die dir Spaß machen, du kannst sie alle haben. The games you enjoy, okay. You can have them all. Oh, nice. Ich weiß von diesen ganzen Nachrichten nie, was ich davon halten soll. Nothing. Stein. Den Stein kann ich ja nicht mal rausnehmen, der steckt fest. It's stuck, huh? Ja, eben. It's stuck, huh? Kriegt den nicht mehr raus. Also ich wollte's ja. Oh, this makes me think about Bubsy, you know? Did I show you Bubsy the teddy in the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? These bear traps. Because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Bubsy being killed by a bear trap. That's how it is now. He's dead. Bubsy died. What are you talking about? About Bubsy, don't you listen? Let's keep going now, Miss Fortune. Bye, Bubsy. Trap dead in the bear trap. Warum ist Bubsy denn durch die Bärenfalle gestorben? Der sitzt doch zu Hause da. Was ist los mit dir, Mädchen? Oh, eieiei. Kann ich eigentlich noch zurückgehen und gucken, ob ich irgendwas... Nö. Okay, gut. Eieiei. Bubsy geht's gut, Leute. Bubsy geht es super. So. Miss Fortune, I have a couple of questions for you. Are you ready? Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, just be honest and think about it before answering. First question, do you believe in magic? Schwierig. Sie ja nicht. Ups, sie hat ein Malbuch. Eben, eben. Sie halt, sie ja schon, ich nicht. Antwort ist weiterhin im Sinne von mir, also nein. That is said, the only magic came from acid. But the only acid I know is when I lick batteries. Second question. Do you trust me? Nein. Nah, you're just a voice in my head. Mommy talks to herself a lot too. She says it's her inner demons and that the Jews keep them away. I'm sorry to hear that. Hi. Are you my inner demon? Me? A demon? No. Nah, you can't be a demon. Not with that silly voice. Well, anyway. Now, for the third question. Are you afraid of dying? Schwer. Eigentlich nicht. No, I'm not afraid of death because all
all the people I know never came back from being dead, so it must be pretty cool to be dead. Well, I guess you'll find out when you die. Looks like there's going to be a storm. Oh no, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. Das ist der größte Problem dann. Hey, look at that. I think we're here. Benjamin! Stay cool, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. I'm sure that Fox has hidden the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty, and if you see the fox, run. Alright. Das ist definitiv eine Morddrohung. Genau so sieht's aus. Ich finde den Tod nicht beängstigend, aber sterben. Ich finde beides halt nicht so. Keine Ahnung, kann beides nicht wirklich beängstigend. Bei Sterben kommt es halt drauf an, wie, also welcher, wie genau, aber. Das Sterben per se eigentlich auch nicht unbedingt. It looks like Benjamin's good at cutting wood. He must be so muscular. Glaubst du, hat Angst zu ertrinken oder so eine Scheiße? Oder zu verdursten? Also, krass, bei den gegengesetzten Sachen. Aber, ja. Be brave, Miss Fortune. Eben, Morty, du bist der Tod. Ich bin da mit dem Tod vom Tod umgeben, von dem her. Okay. Sollte ich Angst haben? I will look around. Maybe I can find my eternal happiness. If Benjamin has it, I ask him to share that prize with us and everything will be fine. Gut, die Stimme ist weg, dann können wir jetzt mal vernünftig is mit Benjamin this reden. Benjamin's? He got some sweet style. I like it. Okay. Wow, a video player. Fancy. Warum heißt das Video schon in Woods? Let's see. Benjamin's on TV? Is that the monster? Damn it, I broke Benjamin's tape. Alles geht kaputt, was sie anfasst. Maybe I can fix it. So, jetzt geht's wieder. Oh, es wäre jetzt halt super, wenn ich weitergucken könnte. Aber es geht halt nicht. Ah, oh, what a cozy couch. Is that Benjamin's diary? Wir respektieren Benjamins Privatsphäre. I won't spy on Benjamin's personal stuff. Zu Vertrauen gehört halt auch eben, Leuten ihre Privatsphäre zu lassen. Das ist wichtig. Looks like Benjamin likes to educate himself. I like that in a fox. Und ihr hört Musik an, malt. It looks like Benjamin likes. I like that in a fox. Also er hat definitiv einen guten Musikgeschmack. Okay, das Lied ist richtig gut. Okay, okay, okay. Okay. Ah, schön, es läuft das im Hintergrund weiter. Süß. That tea smells like roses and lemon. I bet it's called Benjamin's Blend. Because I can almost smell his boss blending the ingredients. Maybe I should try it out. Oh, sie hat schon sehr beängstigende Sachen teilweise. Huch, die Kehrseite ist spirituell. Was, die Kehrseite ist spirituelles Tier zu sein? Oh, ich habe jetzt hab ich gar nicht auf die Buchtitel geachtet. Ich trinke seinen Tee. Ich bin frech. It definitely tastes like his fluffy balls. Delicious. Ich sollte vielleicht aufhören, immer alles zu essen und zu trinken. I feel weird. Aber muss man fairerweise sagen, das ist konsequent.
ist so unheimlich. Diese Scheißraben. Diese Scheißkrähen. Süß, er stinkt. Benjamin? Peanut Butter? What? Oh. Aber wir haben schon wieder auf den Boden gekotzt. Eieiei. Oh, die Musik läuft nicht mehr. Oh, was? The meaning of love? Hat die Bedeutung in Liebe? When hatred wants to be loved. Also, wenn Hass zu Liebe wird? The fun stories of a blowing man? Oder die Geschichten... Die lustigen Geschichten eines langweiligen Menschen und eben die Kehrseite ein Spirit Animals. Also Kehrseite to being. Ah, the upside of being a Spirit Animal. Okay, das war das, was du eben vorhin geschrieben hattest. Communication. Need to cooperation. Okay. Learning how to be gray. Death after life. Ja. Das könnte schon eigenartig wirken, vielleicht. Aber wir können gar nicht mehr das Buch reingucken. Ich stehe auch zu meiner Entscheidung. Wir haben uns dagegen entschieden, das Tagebuch zu lesen. Look at that. Benjamin looks so pretty in that hat. Ach, wenn gehasste Liebe suchen sollte, das heißen. Ach's. Ach, wants to be loved. Ach so, ja, du hast recht. Eieiei. Meine großartigen Übersetzungskünste. Eieiei. Oh oh. Benjamin, I'm really sorry I broke your video player, but you stole the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry, you can hold my hand if you want to. Wie er sie hat ignoriert. Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Is that your diary? You want me to read it? Is that what you're afraid of? I think I saw him too. Schöner Kopf. Okay. Morgo Gestalt. Okay, also definitiv Morgo ist dann böse. Miss Fortune ist quasi dann der Code dafür, wie er seine Opfer nennt. Also ist diese mysteriöse Stimme böse. Aha. Und das ist dann Morgo, diese Stimme. Can't hide the children. Natürlich folgen wir Benjamin. Are you rescuing me, Benjamin? Like if I was a girl in trouble? Okay. Dem Fuchs nach. Ja, super. Benjamin, where do you go? Warum liegt da... Ist das Fell auf dem Boden? Oh no, is this Benjamin? Ja, das ist Benjamin. Was von ihm übrig geblieben ist. There's a hole behind the painting. Hello? Tja, ich würde sagen, wir sind da durch. I'm a little lady, you know. Wie sie... Aha, okay, gut. Kein Problem. Wir nehmen den Hocker hier. Aha, such a clever little lady. Dieser unheimliche Blick schon wieder. Eieiei. Time to use my ninja skills. Oh, der Captain. Captain macht wieder Lärm. Shh, little bad crack. Be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, are you here? Ist das eine Bärenfalle? Captain will stream. Ist das
So it was Benjamin placing these. But Benjamin seems so nice. Maybe he put them for that monster. Beckert er mit mir. Tja, das geschieht dir ganz recht, du. Kind of fish balls? This is like sushi balls. So kann man das auch ausdrücken, ja? Oh, die Bärenfalle macht mich jetzt unsicher. Okay, da können wir wieder rausgehen. Ich will aber noch den Rest gesehen haben. A picture of a key. Interesting. My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Oh je, ihre Ninja-Sinne. Gut, jetzt kommen wir an den Schlüssel ran. A real ninja lady always touches everything. A secret button. Ich muss ihn drücken. Tut mir leid, Leute. Alright then, I push the button. Ah, jetzt geht die Tür auf. Super. Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. That was easy. Das war tatsächlich sehr einfach. Time to find Benji. Oh. That was unfortunate. I hope things get better when I get the eternal happiness. Okay, Miss Fortune. Let's finish this. Ah, okay. Ah, wir schaffen das. Hoch mit uns. Wir schaffen das. You are stronger than you think. So sieht's aus, kleine Miss Fortune. You've been knocked down before. Ja eben, von Drogen, von Süßigkeiten. Did you let that stop you? Eben. Get up, Miss Fortune. You can do it. You can do it. Because. Weil, ja. Because. Big Benjamin. You are the little lady, Miss Fortune. Mein Büro ist auch ein roter Alarmknopf. Ich trau mich aber nicht zu drücken. Aber so ist es schon echt schwer, also. Versuchen es da immer bei mir so, direkt bei sowas da. Aber ich hätte auch viel zu viel Angst. Okay, I'm out again. Anyone here? Benji? Mr. Voice? I guess I'm alone. So, okay. Oh. Oh, a baby deer. So sweet. Und wir werden nicht zerfleischt. Dream come true. I'm petting the baby deer. Ah, das erste Mal ist hier was Gutes passiert. Wow. Erstaunlich. Is that Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? Benjamin made it really clear with a picture he showed me. You're the one taking the children. And I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Ah, ich sehe schon, er ist derjenige. Then play with derjenige. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. No. Tell me where Benjamin is. What did you do to him? Freaking monster. Was hast du ihm angetan? Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Ein trotziges Ersatz, so von wegen. Ja, wir sehen uns dann zu Hause.
Am Ende wirst du realisieren, dass du dem Handel bereits zugestimmt hast. Haben wir die 6 gesehen? Ich glaube, wir haben eine Puppe übersehen. Fuck. Ach, süß. Is that Benjamin as a baby? So cute. Oh, für Studenten des Beschützerkurses der Universität. Okay, das ist der Ort da. 3-Schritt-Anleitung. 3-Schritt-Anleitung zur Vernichtung parasitärer Wesen aus dem Jenseits. Einführung. Dass sich die Unrealität mit dem Konzept der Zeit formt, sind neue Reiche außerhalb des konstituellen FREE, 5 Reiche existenzieller Existenz, aufgetaucht. Nach dem Ultrakrieg wurden tausende Wesen als Nebenprodukt des Krieges entdeckt. Sie haben für sich selbst ein neues Reich kreiert. Wir nennen es das Jenseits. Alpha sagt, ist das Jenseits ein Ort extremer Absurdität, ohne logische physikalische Gesetze? Momentan können wir solche Wesen nicht in den FREE erlauben, da das Fundament unserer Realität auf dem energetischen und ethischen Werten der Ultra-Realität vor dem Ultrakrieg fußt. Sehr viel Ultra. Das Jenseits ist ein noch missverstandenes Reich. Wir haben noch keine Möglichkeit entdeckt, uns auf eine logische Weise mit ihm zu verbinden. Die wenigen Muster, die wir erkennen, sind die Verhaltensweisen einiger Besucher, auf auch Parasiten genannt. Normalerweise betreten sie die dritte Realität, auch Pandora genannt, und suchen frisches Fleisch, das sie in das Jenseits locken. Darum brauchen wir Beschützer. Die Beschützer sind die einzigen mit der Fähigkeit, das Ungleichgewicht zwischen den Realitäten zu sehen und die Werkzeuge in der Ultra-Realität zu nutzen. Beschützer helfen Opfern und führen sie nach Sinners Seele. Ja. Die Anleitung in diesem Buch muss mit großer Sorgfalt befolgt werden. Niemals einen Schritt überspringen. Für jedes Opfer, das der Beschützer nach zurückführt, wird der Beschützer mit neuen Leveln, Hilfsmitteln und weiteren Schritten belohnt. Der Beschützer muss die Opfer und Parasiten lokalisieren. Parasitenfall Morgo. Herausfinden, ob das Opfer Unterstützung benötigt. Wenn dem so ist, mit Schritt 2 weitermachen. Okay, Schritt 1. Parasiten finden und gucken, ob das Opfer Hilfe benötigt. Tun wir. Ja, ich glaube, wir befinden uns da. Ja. Unterstützungscheckliste. Das Opfer scheint seine oder ihre Identität vergessen zu haben. Das Opfer ist bereits tot, hat es aber noch nicht realisiert. Das Opfer glaubt, die Illusionen des Jenseits sind echt. Das Opfer freut sich mit den Parasiten an. Gut, wir haben immer ein viertes nicht gemacht gehabt. Glauben, die Illusionen des Jenseits sind echt? Ja, ja, ob wir schon tot sind, ist eine andere Frage. Ja. Entstellt die Wirklichkeit zur Absurdität? Zweitens. Parasit scheint freundlich, verführt das Opfer aber gefährlich, Spiele zu spielen. Drittens, wandelt seine Gestalt zu einer menschlich-tierischen Gestalt. Viertens, lernt schnell über seine Umgebung. Sprache und Kultur sind kein Problem für den Parasiten. Fünftens, große Schwärze, schwarze Vögel erscheinen in der Nähe des Parasiten. Diese Vögel sind die Augen von Morgo und geben ihm einen Überblick über seinen Spielplatz. Das erklärt die ganzen Vögel immerhin. Schritt 2. Die Umgebung nutzen, um dem Opfer zu helfen, die Parasiten zu erkennen. Der Beschützer kann zum Beispiel einfache Nachrichten an öffentlichen Orten hinterlassen, um die Aufmerksamkeit des Opfers zu schärfen. Es ist strikt verboten, direkt mit dem Opfer zu interagieren. Dies könnte zu einem irreversiblen Trauma im Kopf des Opfers führen. Wenn der Parasit das Opfer tötet, sofort zu Schritt 3 gehen. Ist zum Glück bis jetzt noch nicht passiert. Vorbereiten auf direkten Kontakt mit. Ja gut, super. Ah gut, ich hätte aber auch noch. Oh, this is really mysterious. Kann auch noch hier. Oh. With the what? Now I will never know. Ja. Paint. I like to paint. Ja, sie hatte wieder super Sachen darüber zu sagen. The parasite. Der Parasit. Okay. Ja gut. Schritt 3 wäre jetzt halt wirklich hilfreich, aber den haben wir halt nicht. Dann gehen wir in dem Fall einfach weiter.
Ach ja, der kleine Benjamin. Alright, I guess I'll take the train back home. Oh, ob das eine gute Idee ist, jetzt noch nach Hause zu gehen? Ganz dezent. Aber. Now when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. So ein Füchschen. Okay, I'll wait here. Waiting, waiting for a little while. Okay, I'm gonna talk to myself. Das mache ich selber auch so gerne. Nur nicht so. So, Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Was hat's mit dem auf sich, mit unserem kleinen japanischen Freund? Oh, I wish I had my coloring book with me. Dafür hat's Pupsi. Hello, Hiro. I didn't recognize you. Such a coincidence that you're on the same train as me. You know, I had a big fight with the silly voice in my head. I get the feeling that Mr. Voice is not who he says he is. Have you ever heard voices in your head? I know, Hiro. What does it mean? It's the monster! Leave Hiro alone! Eigentlich, ich... Ah, ich versuche ihm zu helfen. Fuck off. Hiro, hold my hand! Ah, no, Hiro! Ah, warte, Hiro war doch auch auf dem Steckbrief. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist mir jetzt davor gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, versuchen zu wollen, einen Geist zurückzuziehen. I get to see Hiro again. I wonder what that monster did to him. Oh, now I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Ah, witzig, dass es mit dem Malbuch dann jetzt doch nochmal als zum Thema kam. Time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's what I am. Oh. Hey, that's why I was a park. I had fun at Phantasmagoria. I'm gonna tell mommy about it. Genau. Yeah. Können wir die noch mal treten? Ja, aber nur hin und her. Schade, ich dachte, wir können die mit nach Hause nehmen. Ich bin auf dein Fazit am Ende gespannt. Okay, gut. Yay, coole Jugendliche. Excuse me. I'm talking over here. Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. So sieht's aus. Dann können sie einmal kreuzweise. Hier, guck mal. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Heieiei. So. Jetzt sind's glückliche, coole Jugendliche. Oh, mich ärgert, dass ich diese eine Puppe übersehen habe. Das ärgert mich zu extrem. Fuck. Oh, jetzt vom Auto überfahren werden. Ja, es sind seine Augen. Where's the car?
Ist Daddy gone again? Stimmt. Der hat da beim Auto gepennt. Eieiei. We got so. Red lights. I like them. Ja, super. Das ist doch überhaupt nicht unheimlich oder so. Passiert, mir hat da auch eine gefehlt. Mommy, I'm back. Hello? Ich will die noch haben. Ich brauche das Achievement. Das ist richtig und wichtig. What's that sound? Benji? Oh Mann. Kann ich mich eigentlich dafür entscheiden, einfach wieder zu gehen? Nein. Okay, stellen wir uns unseren Konsequenzen. Yay. Okay, gut. Wir haben ja überhaupt gar keine Wahl. Hallo? Hallo. Mami? Benji? What happened here? Das frag ich mich auch. Congratulations, you reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good, good. Ready for a new game? If I play along, will you give me back Benjamin? I guess I will, but only if you truly commit to the game. Okay. Splendid. You will love my new game. Super. Ja, was soll da schon schief gehen? Das klingt so nach so. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Didn't you say something about me dying today? Which is totally not true, by the way. Wait. Stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal! Wonderful, fantastic. Ready to... Wait, what? No deal. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play along. Sure. I promise. You know the way. Ja gut, dann erstmal wieder. Huh, is this a new dance song? Klingt doch nur leicht schräg. If Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here. Da ist Bubsi immerhin. Schön, dass ihr was anderes sagt. Mr. Voice is the monster in my closet. Ist noch irgendwas? Nein. Okay, I'm just gonna play this game one last time. Als ob ich jetzt wieder alles ablauf. Eieiei. Oh, so ein Ärgerbauch. Not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. Nah, you lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. Bin ich jetzt mal gespannt. New game. Knock, knock. Who's there? Nah, I don't want to play with you anymore. Knock, knock. Who's there? You're scaring me. Stop it. Leave me alone. Knock, knock. Who's there? Glaub, ich geh mal in die Richtung weg von der Tür. What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Hmm.
Ich glaube irgendwie nicht, dass das funktionieren wird, aber verstecken wir uns bei Bubsy. Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. Mom, I told you already. I don't want to play with you anymore. Ah, Stumbly, teach me how to be brave. So now we're playing hide and seek. I love that game. Mom, leave me alone. All right, just so you know. My game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your lies? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time, and his ugly paintings. Ugh. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. You silly little child. Another toy for my collection. Was zum... You're mine to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed the path, and now you're mine. Leave me alone! Oopsie! Benny! Benjamin! How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. No. No! So hell erleuchtet. Is everything back to normal now? Benjamin, save me. Benji, are you around? Okay, oh, das muss ich jetzt kurz mal sacken lassen. Heieiei. Es ist ein Netzwerkfehler aufgetreten. Sack Zement. Ich glaube aber nur. Jetzt wartet mal kurz. Heieiei. Spätesten Tag. Stream ich mal wieder ein bisschen länger und dann sowas. Okay, gut. War nur die Vorschau. Alles gut. Ja, ich sehe jetzt eure Nachrichten nicht mehr, was ihr gerade zuletzt geschrieben habt. Sorry, ich habe nur gesehen noch Morte, ja. Du hast auch an Benji geglaubt, so wie wir alle hier. Denke ich mal. Noch ein Püppchen. Morgo kommt, öffne die Augen. Er ist die Stimme in deinem Kopf, die dich in den Wahnsinn treibt. Well, now I know what to call Mr. Voice. Ja. Benjamin, did you go outside? Kann ich Bubsy mitnehmen? I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin. Ach ja, es ist so süß, wie sie den kleinen Bären gehalten hat. Du bist noch da. Du bist online. Ja, es ist alles super. Ah, herrlich. So, okay. Benjamin, where are you? Ah, oh, super. Guck mal, der Teppich hat keine Beule mehr. Das heißt, wir können nicht die Vase nochmal kaputt machen. Oh, Mann. Okay, können wir jetzt... Laufen wir jetzt die gesamte Map nochmal ab, oder...
Welches Datum war es davor? Witzig, das ist... Das ist gar nicht so weit weg vom 11. Oktober, witzig. Kleiner Koala. Kennt ihr da eigentlich? Ja, man sieht ihn ganz klein im Hintergrund so. Ah. Hey. Mami? Könnte es jetzt damit zu tun haben? Ja, das ist... Jetzt kommt das, dass wir ihr nicht gesagt haben, dass wir das Haus verlassen. Fuck. Mami! I'm back! Ja, Mami, wir sind tot. Super. You need to know me. Are you angry because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mami? This must be a bad dream. Okay. Kommt das gleich, dass wir vom Auto angefahren wurden? Ja. Ja, okay, gut. Ich glaube, das sind wir. Mit der Glitzerflasche. Ach, deswegen die Bremsstreifen. Jetzt? Gut, da können wir ja auch nichts mehr machen. Sorry, Madam. Sie beide auch noch diese Masken tragen. Angie, wait. Are you taking me somewhere else? Because I have nothing against it, but I have to talk with my mommy first. Mutti? Mommy, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. I love you forever. Jetzt frage ich, ich glaube, das hätte wahrscheinlich gar keinen Unterschied gemacht, wenn wir ihr gesagt hätten, dass wir gehen. Wahrscheinlich hätte sie einen gar nicht gehört. Das ist nach dem Motto, wir waren ja schon tot. Ja gut. Was haben wir noch zu verlieren? Und sie hat den Bär nicht mitgenommen. Wir haben nochmal den Bär nicht mitgenommen. Ich hätte den Bären mitgenommen. Wait, stop, Benjamin. Where are we going? Benji? Oh, das war nur nicht das tragische Ende, dass sie auf einmal, dass sie schon tot ist. Oh, Papi, I'm so happy to see you again. Ja, weil er auch gestorben ist. Oh. Tannenzapfen? Das war nicht. Warum Tannenzapfen? Oh. Ich verstehe überhaupt nichts gerade, aber okay. Ja. Böse Raupe und Tannenzapfen. Super. Oh. Ja, viele tolle Tierchen.
Und... Rambo. Ach, ach echt? Das ist eine Anspielung auf... Ach so, witzig. Okay, das kann ich dann nicht verstehen. Oh. Aber wie treu doof der Hund mitläuft. This place is really cold. Ah, ich kann mit dem Windchen reden. Hallo. Jo, einfach mal ein bisschen, dem muss man mal ein bisschen Zuneigung geben, dem kleinen Wauzi. Ich verstehe die. Ah, ja, Franbo muss ich auch noch spielen. Ah, jetzt die ganzen Sachen, die wir glitzernd gemacht haben. Oh, uns fehlen drei. Uns fehlen drei. Ah, ich war nicht so sorgfältig, wie ich gedacht hatte. Ärgerlich. Oh, noch ein Püppchen. Überall in der Nähe scheinen Unglücke zu verschwinden. Tief im Nebel besiegst du ihn. Disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Ist ein wunderbarer Derby-Hund. Ist halt wirklich so. I guess Mr. Voice game is over now. Ich hatte alle. Benji? Ich nicht, Manu. Okay. Ab. Who are you? I'm a little lady, Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Ich musste mal an Little Britain denken. Ich bin eine Lady. Ich mache Lady-Dinge. Mann. Ist auch nur eine Lady, die Lady-Dinge macht. Somewhere else. Ja gut. Okay, war ein durchaus unterhaltsames Spiel. Ach, Mann. Eieiei. Ach, hey. Hat's durchaus geschafft, mich echt, ja, zu schocken. Ah. Und schöne Musik. Eieiei. Lang war ich denn jetzt dran? Ja, glaub schon auch so knapp 3 Stunden. Ich muss unbedingt noch Franbo spielen. Das Spiel ist meiner Meinung nach sogar noch besser. Ja. Schon zu Ende, schade. Ich muss mal gucken. Ich bin da, ich muss mal gucken, ob ich da die 100% Achievements noch holen kann. Es ist nur so ein, ja, auch bei so einem Game, ich bin da so ein Freak, ich will da immer alles 100% haben. Ja, ist dann schon zu Ende. Ich wusste ja, dass es so grob 3 Stunden sind, ist aber schon teilweise knifflig. Ah, ich weiß nicht, ob ich sowas im Stream spielen kann. Wenn Bo ist mehr abgefuckt. Oh, ich werde immer nervös, wenn ich so Rätsel spiele, dann im Stream spiele. Keine Ahnung, das muss ich mir mal überlegen. Oder ob ich das dann einfach so privat spiele, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich mag sowas. Ich mag so diesen abgefuckten Stil irgendwie. Ach, ja. Jetzt habe ich es sogar zwangsweise in 2 Parts aufgeteilt. Dann lade ich es in 2 Hälften auf YouTube hoch. Ach ja, morgen.
frage mich halt an so vielen Stellen jetzt, was passiert wäre, wenn ich da... Wenn mich Morgo erwischt hätte, wenn ich... Sag ich jetzt mal, zutraulicher zu Morgo gewesen wäre. Das sind schon so Fragen, die ich mir da stelle. Also so ein Wiederspielwert ist auf jeden Fall da. Traurig wäre es natürlich, wenn gar nichts passieren würde und man würde immer das gleiche Ende bekommen. Vielleicht gemeinsam aufnehmen für YouTube, also für Enzo. Kann man auch machen, klar. Ist natürlich blöd, wenn du natürlich dann alles schon kennst, aber kann man auch machen, ja, klar. Muss ja eh meinen YouTube-Kanal langsam wiederbeleben. Deswegen kann ich auch nochmal hier so an der Stelle sagen, so, es wird auf YouTube viele wunderschöne Videos wieder, werden wieder viele wunderschöne Videos kommen. Vielleicht auch für Enzo dann. Mal gucken, wie ich das mache. Ich habe noch niemanden gesehen, der Morgo geglaubt hat. Ja, es ist, also es wird ja auch dir sehr schnell nahegelegt, dass Morgo jetzt nicht so zuverlässig ist. Ich habe alles wieder vergessen. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Gut, nur weil es dann auf YouTube für YouTube aufgenommen wird, heißt es ja nicht, dass ich es nicht auch trotzdem parallel streamen kann. Das geht ja trotzdem. Oh, jetzt haben wir einen anderen Hintergrund. Süß. Ah, so. Gibt's noch irgendwas Extras? Cinematics, Puppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hab ich doch alle. Ja, guck Leute, ich hab doch alle. Ich hab doch alle Puppen. Ja, super. Aha, ich habe keine Puppe übersehen. Ich bin ein junger Gott. Oh, herrlich. Ach, süß. Das ist halt wirklich so erschreckend, so. Wenn so ein Mädchen hingeht und einfach so einen Wolf freilässt. Was soll da schon passieren? Ach, jö. GG, ja, so sieht's aus. Ach, wie süß Benjamin guckt. Und das Junge, ja, kein Rehkitz, sondern der Hirsch. Da sind wir dann. Ach so. Und da alle Filmsequenzen. Ah, hier, da, die vier. Das wäre die andere Attraktion gewesen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, da ist noch... Aber es ist nur... Aber es... Okay. Ja gut, es ist ein Antrag, da kenne ich den Medics. Aber der Baum bringt ein anderes Ende. Ach so, den ich da vervollständigen konnte. Da hast du ein anderes gehabt als ich. Okay, das ist witzig. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich habe alle Puppen. Oh Mann. Okay, gut. Das war's dann hier mit beidem. Mit YouTube und mit Twitch. Ich werde mal gucken. Ich werde es demnächst dann nochmal mit Dark Souls wieder online gehen. Ich habe jetzt auch meine Excel-Liste fertig für den 100%-Run. Ich kann das dann mal hier für YouTube verwenden. Ciao, ciao.